Herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Part von Monster Hunter 3 Ultimate. Ja, heute wieder im Dorf. Und in unserem schicken, lederfischigen, glitschigen Plesios-Rüstungsanzug. Also, lecker. Der mit dem roten Halsband. Und den Plesio-Doppelklingen, alles schön aufgebessert offscreen. Sodass wir auch jetzt bereit sind für die nächste Quest auf Queststufe 7. 7 muss das sein. Felsensturz, erjage 2 Volvidons. Volvidonianis. Klient, Sandebenenhändler, heiliger Struser, ich hatte schon die Hosen voll, als die beiden roten Felsen auf meinen Kopf zielten. Aber dann entpuppten sie sich als Monster. Dieser Spuk ist schlecht fürs Geschäft, kümmere dich drum. Machen wir. Oh ja, da, also Volvidons sind echt, glaube ich, so mit die heftigsten Monster im ganzen Spiel. Natürlich. Also, so ein Golfer-Ceadeus, der ist dagegen ein Witz. Die Plesiot-Rüstung hat übrigens keinen Hüftschutz. Ah, und ich hatte ja Felinen-Forscher, das ist ja immer praktisch. Aha. Und ich bin ja nicht so wie Dennis, der dann irgendwie aus dem Gebiet springt. Genau, weil er einfach keinen Bock drauf hat, da abzufarmen. Muss weil das sein. Ja alles nur High-Rank ist. Was will ich mit High-Rank? Ja, klar. Hast du G-Rank eigentlich schon mal so ein bisschen weitergespielt, so jetzt? Ich habe die Doppel-Brachydios-Quest gemeistert und bin dann an einem Brachydios gescheitert und seitdem habe ich nicht mehr wirklich Monster Hunter gespielt. Moment, eine Doppel-Brachydios-Quest schaffst du ja, aber G-Rank. Den einen Brachydios, den habe ich nicht geschafft. Dann ging dann mein letzter Trank leer und lief alles wie geschmiert. Ich leg meine Falle und will halt einschlafen lassen und nach einer Bombe geht der Penner einfach wieder aus der Falle raus, so einfach mal random. Dann habe ich mich so abgefuckt, dann habe ich die Quest aufgegeben. Und gestern war der erste Tag, seit Monster Hunter draußen ist, wo ich kein DS gespielt habe mit Monster Hunter. Müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe bis jetzt jeden Tag Monster Hunter gespielt, nur gestern nicht. Oh ja, ich habe gesündigt. Aber ich habe auch irgendwie vermisst, dass wir beide nochmal spielen. Weil alleine so ja, irgendwann wird das dann so, ich kann's verstehen. So zäh und Orientierung für den Arsch. Tja, ich könnte ja auf meiner Super-App nachgucken, wie die Karten hier aussehen. Ha! Könntest du. Brauchst du aber nicht. Ja, genau. Das Sandebene, die musst du kennen. Natürlich, ich habe ja Try-Intensives gespielt. Da ist einer, der Schuft. Schnell ein Reisgetränk. Ich weiß, was machen wir jetzt? Los! Hey, bei dieser Rüstung bekommt der Spruch schnell ein Heißgetränk hinter die Kiemen ja eine völlig andere Bedeutung. Also sie hat Hitze beenden, Fallenmeister, Fallenglück erhöhen oder wie man das nennt. Fallenglück. Und springen weg. Dann wirst du gehittet. Oh, die kloppen aber schon übelst Damage. Boah, ich freue mich schon auf. Hey, das kannte ich ja gar nicht, dass er so ein Seitwärtsfaller macht. Weil er ist irgendwie groß. Ja, relativ. Und wie beim Azuros ist auch seine Schwachstelle sein Arsch hinten. Oder beim, Lagombi. Das ist auch die Azuros Lagombi Volvidon Musik. Boah, ich mag das Musik. Diese Musik cool. Und die Brachydios Musik, das sind einfach Brachydios Musik. Ich liebe Brachydios Musik. Ich kann es kaum erwarten, dass. Den mal hier im Dorf endlich mal zu spielen. Ich find's auch scheiße, dass der erst dann auf der nächsten Queststufe als Urgent kommt. Der kommt dann auch als Urgent, oder? Also jetzt, die nächste Urgent wird ein Ratterloch sein, das weiß ich. Und ich glaube, dann kommt Brachydios als Urgent. Nein, Brachydios ist da keine Urgent. Nein, Brachydios ist eine Key und keine Urgent. Okay, dann kommt da ein bisschen früher. Aber trotzdem viel zu spät. Auf jeden Fall, wenn wir die Queststufe durch haben, dann wäre es hier die Urgent. Müsste, glaube ich, Ratalos? Nein, Die nächste Urgent ist der Ratalos, da bin ich mir aber sicher. Genau, okay, dann kommt danach halt die Queststufe mit dem Gen und. Boah, ich finde diese Plesio-Doppelklingen sehen irgendwie cool aus. Die eine so voll verkrümmt. Boah, ich würde sofort die scheiß Meldingsmaske aus, Filin-Maske ausziehen. Nein! Ach, oh, Krüße! Irgendwann gewöhnst du dich daran. Jetzt wird wegspringen, nein, ne? Nein, sonst. Oh, jetzt hat er sich angeschissen. Ne? Ich hab kein Deodorant dabei. Brauchst auch nicht. Egal, Fisch stinkt ja sowieso. Jetzt verstanden. Pass auf. Okay, Alter, ernsthaft. Wie schnell Kayamba einfach die hinterher. Ja, das ist so geil. Ist ja voll Trapsman. Total der Suicide-Bomber. Ich weiß aber nie so genau, ob da. Ach, ich bin ja gedingenst. Du bist ja gedingst gebumst, geda. Gedingst gebumst. Auf jeden Fall, wo waren wir? Genau. Und in der Gen-Stufe hier kommt halt auch
Da hinten ist der zweite. Kommt halt auch der Brachylios. Ich habe meinen ersten Brachylios in 23 Minuten oder so getötet. Ja. Ich habe meinen ersten mit dir in 8 Minuten getötet. Das war auch meine Speedkill-Zeit bis jetzt. Was heißt Speedkill-Zeit? War bis jetzt meine Top-Zeit mit Manuel, die 8 Minuten. Okay, sagen wir, ich habe da 90% Damage gedealt. Und der ja, Manuel, natürlich. Er hat sich nur angeguckt, wie das Monster funktioniert. Nein, der hat richtig schön mit draufgehauen. Ich muss mich aber viel heilen, weil ich diese ganzen Explosionsattacken, wenn er im Rage-Mode ist. Im Rage-Mode ist der am Anfang happig, ja. Ja, das ist. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Ja. Aber trotzdem, man kann ja schon mal einen netten Vorgeschmack geben. Und für die Online-G-Rank-Doppel-Brachylios-Quest habe ich auch sage und schreibe 43 Minuten gebraucht. Ups. Also, das war schon. Aber damit hatte ich auch gerechnet. Ich hatte nämlich mal im Internet geguckt, wie lange andere gebraucht haben für diese Quest. Die haben dann mit 4 Mann irgendwas mit 11 Minuten gebraucht. Dann habe ich dann so grob hochgerechnet. Dann klappt das so ungefähr in 44 Minuten. Ich habe jetzt 43 gebraucht. Also, das ist schon. Hab ich. Aber wir werden sie natürlich zusammen machen, wenn wir sie machen. Was wir machen werden. Jo. Ups. Aber jetzt die. Boah, die nächste Queststufe, da habe ich voll keinen Bock drauf. So ein Diabolos im G. Oh mein Gott. Dann ist er Schwarze im G. Mann, da habe ich ja die gar keinen Bock. Die Schwarze. Aber ich brauche von der die Hörner. Oh mein Gott. Für den Kelbibogen. Für meinen Kelbibogen. Top Update. Arriba, arriba. Nein, weich aus. Nein. Ah, du bist ein bisschen angepisst. Kann das sein? Nee, ich bin angeschissen. Ich bin angeschissen. Ich wurde beschissen. Du wurdest voll beschissen. Tut mir voll leid. Boah, ey, das. Diese Kinder, ey, die sollte man echt. Kannst du überhaupt noch irgendwas benutzen hier? Ja, Fallenbomben. Fallenbomben. Du kannst halt nichts benutzen, wo man den Mund aufmachen muss. Aber bei dummen Bomben muss man auch den Mund aufmachen. Genau, das verstehe ich ja nicht. Man muss ja dann durch den Mund atmen. Oder durch den. Ja, stimmt. Sehr gut. Nein! Ah! Ark! Okay, mal gucken. Vielleicht bist du jetzt down. Ah. Der ignoriert mich erst 20 Sekunden. Jetzt wärst du aber down. Ich wäre jetzt mal irgendwie geil entdingenst. Hier, wie lange dauert das? Weißt du das? Keine Ahnung. Wenn ich angeschissen bin, ist mir egal. So, jetzt. Krutz. Mir ist es gerade nicht egal. Pass auf, der Nukleus kommt wieder. Das wäre nicht der Nukleus. Da ist der zweite wieder. Da ist der zweite wieder. Ich hab was gebrochen. Ja, du hast deinen Rückenpanzer gebrochen. Das ist schön. Kannst du ganz leicht machen, wenn er so liegt, einfach auf die Seite gehst. Dann bricht der in der Mitte einfach über. Ah, ich muss mal wetzen. Ich will nicht wetzen. Und dann hat dem Ness jemand gesagt, dass ihn den Blitz von Kamsinkopeko ein bisschen an die Blitzattacke vom Gypkeros erinnert. Und ja, das stimmt. Die sieht echt so aus. Habe ich ja nie gespielt. Genau. Kam in Freedom 2 und Ultimate. Chacha, wie oft habe ich dir schon gesagt, do your thing, man. Trenn die jetzt mal. Das Scheißteil trifft wahrscheinlich mit seiner Scheiße nicht. Doch. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt einer weg. Und der andere noch hier. Hinter dir. Ah, ich könnte mal heilen. Wenn ich schon. Eine lange Zunge, was der mit seiner Zunge jetzt machen kann. Ach, der steht wohl auf Fisch. Springen! Züngeli. Spring, Bunny, spring! Und jetzt. Bunny. Nein! Oh! Du bist durchgeglitscht. Mit deiner glitschigen Glitchrüstung. Das wär's. Mit der Blazer-Rüstung hat mein Skill durch Wände gehen. Das wäre so cool. So, jetzt ist er low. Jetzt dämonisieren und einfach. Drauf. Und scheiß doch, die wandern! No! No, not today. Okay. Oh, er hümpelt schon. Welche Stufe ist das von den Doppelklingen? Maximal verbesserte. Nein, das ist nein, die so erste Plesiot-Stufe. Ja, weil sonst müsstest du ja den grünen Plesiot schon gemacht haben. Das hast du ja nicht. Ha, jetzt komm.
Ich liebe es, wenn die Monster einfach so dumm in der Gegend rumstehen und dann irgendwann einfach... Jo, einfach die Falle ignorieren, genau. Nein, das Schöne ist, wenn die dann so in der Gegend rumgammeln, machen das 2-3 Mal und gehen dann wieder aus dem Gebiet. So wie jetzt? Hoffentlich nicht. Komm her. Ach komm, du dummes... Ja genau, schlag noch ein bisschen rum und jetzt... Komm, du dummes Stück Scheiße, du. Wie doof kann man sein? Jawohl, wie denn halt? Jetzt hör auf, den Chacha hier zu penetrieren. Und geh endlich hier jetzt komm, Junge, in dein Körbchen. Ja, komm. Also sein Rage-Mode. Jetzt wird's in. Schau an, wie hässlich ich bin. Nein! Wie affig, ey. Wieso bist du nicht auf der Falle stehen geblieben? Du riechst immer nach Scheiße. Ja, ich war... Oh. Wo sind die bei... wo sind die bei uns? Das war jetzt aber knapp. So, okay, wo ist denn der andere? Keine da, Ahnung. Wo du gerade hergekommen bist, da. Okay, dann rechts, da lang. Natürlich will er nicht zu das dir kommen. Das andere rechts. Der will nicht zu dir kommen, wenn du noch immer nach AA riechst. So ekelhaft. Hallo. Hallo. Dann lauf mal jetzt rechts. Rechts. Rechts rum. Boah, schon seit 10 Minuten an der Quest dran. Da waren schon 10 nicht, Minuten? Da waren schon 10 Minuten, jo. Oh mein Gott, wenn du überlegst, dass ich für die beide 7 Minuten brauche. Oh, was machst du? Ja, painten. Wenn die dich nicht angucken, dann geht man drauf und paintet sie später. Vor allem, weil diese Monster sich nicht einbuddeln, sondern wegrollen. Das heißt, du siehst immer, wo die sich hinrollen. Ja, aber wenn ich sterbe, dann... Wenn du stirbst, dann gibt man seinem Kayamba ein Signal. Mein Kayamba hat die Meldingsmaske. Oh Gott. Nein, er hat die falsch verliebt. Ja. Stimmt. Die Meldingsmaske, die ist... eine andere, ich weiß. Aber die ist irgendwie voll senseless. Also, senseless. Ja, und jetzt, komm, misshandel den Kopf, misshandel seinen Rücken, misshandel irgendwas. Oh nein. Kayamba misshandelt ihn. Kayamba, was machst du? Ja. Du wirst dich mal wegdrehen. Nee, irgendein Alter. Jetzt rat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 
Oder ohne die Munition. Was ist das? Hey, Kayamba, du. Warte, mach mal, hau mal jetzt normal drauf. Ja, ich glaube, das ist ja, der. Ja, genau da. Das siehst du auch, dann macht er so einen kleinen Absatz. So, dann dauert das kurz. Und dann stellt er sich so auf die Zehenspitze. Genau, wenn du in dem Moment drückst, dann macht er so. Palim, palim. Und jetzt, komm. Ach, scheiße, ich habe vorhin den Drop nicht eingesammelt. No! Check out the Drop, he is an epic. Und spring. Komm, Kayama. Jetzt kommt Bestienträne. Ja, oder große Bestienträne. Omniplegia. Okay, scheiß mal auf die Karte. Nein! Die Karte scheiße. Ist wichtig. Die brauchst du. Schnibbel. Schnibbel. Und roll. Also die kann man richtig schön staggern, die Volvidone. Die Volvidons. Die Volvidones. Weißt du, was richtig geil ist? Wenn du einen Sprintsaft nimmst und dann diesen ja, Dämonisierungselan-Zeug ja. hast und dann die ganze Zeit diesen Sidestep machst. Ja, genau, so rutsch. Moonwalk. Yeah, lalalala. Und pass auf, der springt jetzt auf dich drauf. Volvidon ist irgendwie so ein. Ich finde den cool. Ich weiß nicht warum. Ich habe überlegt, ob ich mir die G-Ray-Rüstung machen soll, aber die ist irgendwie voll senseless. Ich finde den einfach so ranzig irgendwie. Ah, wenn du weißt. So total. Keine Ahnung. So ein Monster das macht man halt, ne? Aber irgendwie. So eine Rüstung jetzt. Oder so käme die in Frage. Der ist irgendwie nicht episch, der ist irgendwie so. Keine Ahnung. Nicht episch. Der soll nur das Triple vervollständigen. Wahrscheinlich. Den Hattrick. Den Hattrick, den Capcom sich da aus dem Hirn gedrückt hat. Viertelstunde lang. Sagt wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Japaner auf der Toilette. Hey! Volvido! Okay, der heißt ja eigentlich anders. Früher hieß er noch Rangoto. Rangoto! Ach, wie hieß der in Portable Third? Rangotori irgendwas. Ja, dann hieß der nicht früher so, dann heißt der auch heute so. Nee, im Japanischen. Nee, ja, doch. Oder hast du mit Deutsch Patch gespielt? Nee, du hast doch Englisch Patch gespielt. Ja, Englisch Patch. Wobei das irgendwie scheiße war. Ja, aber du kein Englisch kannst. Richtig. Da hätte ich lieber auf Japanisch gespielt und hätte mich durch die japanischen Schriftzeichen durchgeballert. Ach, das Deutsch ist schwere Sprache, du weißt. Ja, ich weiß. Du haben gelernt bei mir Grammatik. Ah, dieser. Oh mein Gott, du hast den Controller gehüpft. Wie sah der? Jetzt komm, ritschel. Wo? Da fliegen immer so die Bomben, ey. Das machen die mit der Kanonenmaske auch. Oder Artillerie, jetzt humpel er weg. Mit der Artilleriemaske. Oh, die gute Fallgrube. Oh. Und zu ketten die Fallen. Jetzt sag nicht irgendwie wieder so ein Scheiß von wegen, ja, da geht nicht in Fallgruben. Nee, das da. Stimmt eh nicht. Das ist aber echt so, weil. So, ich bleib auf der Falle stehen. Hey! Will der auch Arsch. Nicht. Und. Nein! Nicht! Also. Ja, jetzt. Behindert! Der war im Rage-Mode, das heißt, der bleibt. Wirf einfach! Oh. Ich hätte sonst auch noch nachkombiniert. Ja, super, was wäre das denn für ein Abschluss gewesen hier? Oh my goodness! Alter, 20 Minuten. Ah. 20 Minuten. Und wie lange hast du für die Rosaration gebraucht? Die Rosaration? 35 Minuten. Nicht 36? Nee. Also, ja, 36 Minuten dauerte der Part, glaube ich, aber die Quest ja. Irgendwie so 5. Oh mein Gott. Oh, jetzt musst du ja massenhaft Belohnung bekommen. Ja. Ja, das stimmt. Ist eigentlich ganz cool so, diese Rüstung so. Von den Skills her. Ja, aber ansonsten. Vom Aussehen. Vom Aussehen sieht sie aus wie unsere alte Lateinlehrerin. Deshalb mag ich den Kopfschuss auch. Dieser Pagenschnitt. Genau, diesen Kopf. Schutzhelm-Dingens. Der sieht genauso aus. Genau, Kappe. Nee, Kappe ist bei Schützen.
wie eine Frisur an der Seite. Und unsere Lateinlehrerin hatte genau diese Frisur. Und ich habe sie gehasst, wenn ich sie im Dunkeln und, irgendwann und mal treffe. Und sie hatte auch genauso hohe Hosen. Ah, die Hosen, die gingen ja immer. Oh mein Gott. Oh. Schön, oh. Belohnung, ein paar Nierensteine und so. Omni alles Play ganz Boy, lecker. Ja. Clown Plus. Schau mir jetzt gar nicht mehr an. Nee, nur noch nehmen. Ich nehme auch nur noch. Okay, ich gucke, ob irgendwie eine Platte oder ein Palium oder so dabei ist. Was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir mal mit. Schutz nehmen wir mal. Und Antiseptik plus 5. So einen habe ich aber schon. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher. Und gleich war es nur ein plus 4 und dann ist das Geheul wieder groß. Wisst ihr, was ich mir dann anhören muss? Jetzt kann ich nicht speichern und muss die Quest nochmal machen. Ja. Na, der Dennis ist jetzt schon schwer. Ja, schwierig. Ich habe schon so schwer hier. Hier will jemand mit uns reden, und zwar Junior. Was will der jetzt wieder? Hey, warte mal kurz, ich habe Neuigkeiten für dich. Als ich heute nach Sonnenuntergang im Wald war, habe ich deinen Wolf wieder gesehen. Oh mein Gott, er hat mich penetriert. Sei also nicht überrascht, wenn ihr Wolf wieder bei deinen nächtlichen Streifzügen begegnen. Vergiss nicht, ich kenne mich hier aus. Wirf immer einen Blick in die Moga-Prognose, bevor du losgehst. Ja, mittlerweile, vielleicht kann man es hier schon sehen. Hier kommen auf jeden Fall. Nee, leider kann man es hier nicht sehen. Hier kommen auf jeden Fall alle möglichen Monster jetzt in den Moga-Wald. Also, keine Ahnung, Plesiot, Barot, irgendwann kann kommen. Also, nachts kommen, glaube ich, alle Monster. Okay, Drachenältesten natürlich nicht, aber. Aber die kommen jetzt nach und nach so alle da rein. Ja, also, wenn wir die Quest hoffen, es hat euch gefallen. Und wir hoffen jetzt aber beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heiß ist. Jagen oder gejagt werden. Also bis dann. Und tschüss.